Weiter geht's weiter mit Assassin's Creed. Wir machen weiter mit einer Hauptmission mal wieder. Seit Ewigkeiten eine Nebenmission. Wir haben jetzt tatsächlich... Okay. Einen gewissen Bekanntheitsgrad. Ja, super. Wir sollen eigentlich zum Zug zurück, aber wir machen jetzt mal noch diese Hauptmission hier. Das hat ja, muss ja alles seinen Sinn haben, ne? So, endlich mal wieder nach Ewigkeiten machen wir mal wieder eine kleine Hauptmission. City of London, Level 6 brauchen wir dafür. Das machen wir dann aber, wenn wir South Park erobert haben. Und das dauert noch einen kleinen Moment. Hallo, bist du mal hier mit deiner scheiß Kutsche? Nicht mein Problem. So. Wir spielen mal ein bisschen. Und zwar spielen wir heute eine kleine Mission. Jacob, Darling. Trinken Sie mit? Ja. Was auch immer das gerade ist. Na gut, es könnte Sekt sein. Fruchtbare Partnerschaft. Und ach, das steht fruchtbar. Ich hätte furchtbar gelesen. Zurück zum Geschäft. Milner floh an die Themse und sichert dort seine Fähre ab. Sie ist alles, was er noch hat. Er wird sie mit seinem Leben beschützen. Und genau das sollen sie ihm nehmen. Jetzt töten sie ihn. Das okay. Ist nicht ihr erstes Glas Champagner heute. Ach, Champagner, oder? Tatsächlich ist Champagner. Das ist berauschender als Alkohol, Mr. Fry. Dann heben Sie mir ein Glas auf. Erstmal holen wir uns den Typen. Ah, Milners. Die Themse nicht berühren oder reinfallen. Ja, geil. Also, womit könnte ich Starex Bauern vor die Tür locken? Mit dem Anblick seiner brennenden Fähren vielleicht? Erstmal den komischen Typen hier weghauen. Ich will gar nicht da rein. Ich will da hoch. Die Frage ist... Ja, es ist scheißige. Wisst ihr was? Scheiß drauf. Kann's eh nicht anders machen. Gut, ich hätte einen anderen Weg nehmen können, aber... Entschuldigung. Ja, alles gut. Meinst du? Lassen wir Menas Firma doch untergehen. So. Wieso hat es jemand hier, um diese Schmuggelware zu sabotieren? Aha. Na dann. Machen wir das doch mal. Der ist mir natürlich jetzt ein bisschen entwischt, weil ich den eigentlich gerne gehabt hätte. Ohne mich. Ja, der kleine Besucher hier, der kommt, der holt euch sowieso wieder. Du hast eh gar keine Chance gegen mich, mein Freund. So, damit haben wir, glaube ich, alles. Damit haben wir, glaube ich, alles erledigt. So, fangen wir mal an damit, dass wir den da hinten kurz eben sabotieren. Ich denke mal, so groß Feindesgebiet, Feinde sollten wir jetzt keine mehr haben.
Hoffentlich reicht das aus von dem. Perfekt. Sind noch Feinde, ne? Sind noch ein paar Feinde. Das mache ich ohne Probleme hin. Die zwei Jungs noch wegschalten hier. So. Ich muss zwei Dinger gleichzeitig töten. Zwei Dinger gleichzeitig sabotieren. Okay, probieren wir es hin. Kriegen wir es hin? Oh, ja. Ich zünde. Nee, warte mal, nicht anzünden. Ich würde gerne erstmal noch den Typen hier plündern. Erstmal nehme ich hier den mit. Aha, da sind noch ein paar Feinde. Während die sich natürlich jetzt gerade ein bisschen da hinten selber... kaputt machen. Was mir eigentlich egal ist. Mache ich jetzt kurz in seinen... Mache ich jetzt hier kurz den letzten. So, und jetzt? Was um alles in der Welt? Jack McMillan zerlegen. Okay, der. Nee, der soll's da runter. Die Frage ist, wie viel feines Feindpräsenz hat der Typ? Ich meine, ist es scheißegal, ich krieg den sowieso irgendwann. Die Frage ist, ob ich den beim ersten Mal direkt hoch erwische. Ich weiß, dass da oben einer stehen wird. So, komm her, mein Freund. Der kann euch nicht alle ausschalten. So, den nehmen wir mit. So, du jetzt noch, auch noch. Du mischst jetzt auch noch mit ein. So, deine komische Verteidigung mal durchbrechen. So. So, Malcolm Milner, der will... Klar, natürlich haben die sich jetzt alle ein bisschen... Haben die sich jetzt auch nicht gestellt, aber das ist nicht tragisch. Das ist alles gut. Ich krieg dir schon eine Medaille down. Jetzt sind der B4er. Noch kriegen wir sie hin. So, da war irgendwo noch eine Kiste, die ich übersehen habe. Hier ist nämlich eine. Den nehmen wir noch mit. Und dann holen wir uns unseren kleinen Freund. Die Frage ist, wie viel hat denn der an Feindpräsenz? Och, das ist ja nicht viel. So, dann nehmen wir den erstmal kurz hier raus. Den Jungen da. Ach Gott, jetzt sind noch mehr. Okay, alles gut. Dann nehmen wir sie nach und nach. Das kriegen wir schon hin. Blup. Einmal dich, mein Freund. Sehen Sie mir bitte nach, dass ich nicht direkt voll durchrase, sondern erstmal mir kurz ein bisschen Überblick verschaffe. Ach, scheiße, das war natürlich jetzt alles andere super. Ja, dann habe ich jetzt wieder ein paar Leute informiert. Glaube ich zumindest nicht. Aber schon kriegen. Alles gut, wir haben sie noch irgendwie. Noch kriegen wir sie hin.
Ja, es ist. Der Ritter, die jetzt komplett würde. Ich habe eben ein paar mehr aufgehalten. Kannst du mal aufhören, bitte? Warte, bis ich deinen Kumpel hier habe. So, alle nach und nach. Also, das kann nicht sein, ey. Ich komme nicht raus und der sagt mir, nö, dich nehme ich noch mit, Kollege. Okay, das war ein paar mehr, das war ein bisschen zu viel. Weil ich kam da nicht aus diesem Kampf raus. Weil sobald ich mich wegdrehen wollte, kam der Nächste mit seinem scheiß Messer. Und das war natürlich nicht gut. Okay, alles gut. Gehen wir hin. Trotzdem machen wir das heute noch. Die Hauptmission, die kriegen wir heute noch da hin. Die Hauptmission kriegen wir heute noch hin. Alles ist gut. Ich mische mich da jetzt gerade mal nicht ein, er soll jetzt ein bisschen abwarten. Die sollen sich jetzt erstmal gegenseitig ein bisschen ausschalten. Dass ich nicht unbedingt jetzt da rein muss. Die sollen erstmal, genau, die sollen schön erstmal ihre Leute auseinandernehmen. Ernsthaft, ich habe keine Handlungssiegen, keine Bolzen mehr. Na super. Es wäre so schön gewesen, die Jungs da mitzunehmen. Scheiße. Na super. Genau mit. Du hast mich doch nicht mitgenommen, Schnitt, ne? Das machen wir nicht. So. Hab mal die ganzen Jungs hier ein bisschen. Ah, da war doch noch was. Hab ich jetzt alles übersehen oder alles mit? So aus, ne? Ne, hier ist noch was. Genau. Ich sag doch gerade, da ist doch noch irgendwo einer gewesen, den ich gerade noch. Den ich hier gerade noch habe. So, jetzt hol ich mir den Typen da. Ich frage jetzt, wie viel hat denn der noch an Feinden? Wurfmesser. Genau, check mal schön die Lager, meine Freunde. Ah, das ist doch zu weit, oder? Krieg ich den noch? Das Problem, ich habe natürlich jetzt keine Messer mehr, aber ich habe ein paar Feinde weniger. Wir haben einen Besuch.
So, erledigt die Aufgabe. Seine letzte Kumpel brauchte ich nicht nochmal. Dieser Tag musste ja kommen. Mr. Stark war außer sich wegen der Maschinen. Das ist also meine Bestrafung. Ja. Pearl Attaway schickte mich zu Ihnen, nicht Starek. Dann arbeiten Sie wieder zusammen. Ich hätte mich nie zwischen Starek und Miss Attaway stellen sollen. Am Ende ist Blut immer dicker als Wasser. Meinen Sie etwa, die sind verwandt? Die Antwort werden wir wohl nicht mehr kriegen. Langsam Zeit, ein ernstes Wörtchen mit Pearl zu reden. So, den nehme ich doch mal mit den Jungen. Da, nimm mal kurz mal eben hier den Typen raus. Nimm mal mein Messer zurück. So, Pearl Attaway aufspüren. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Wir sehen uns dann wieder bei Assassin's Creed Syndicate und dann geht's damit weiter. Bis dahin, tschüss.